Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, wenn ich vom Laden spreche, spreche ich natürlich von meiner eigenen Einstellung. Das hat nichts mit meinem Local Game Store zu tun, das hat nichts mit dem Fischkriegsigen zu tun. Das ist meine eigene Einstellung dabei. Ganz kurz. Nicht, dass irgendwie mein Chef dafür auf den Sack kriegt, dass sein Angestellter doof und Quatsch labert, weil ich mache das hier als MTG Blackset und nicht als Angestellter vom Fischkrieg. So Leute, da sind wir beim nächsten Blackie Talk und es geht um, wie viele Produkte will Wizards noch rausbringen. Ich werde hier das Video ein bisschen einteilen. Ich werde am Anfang so ein bisschen so ein paar Produkte zeigen, gerade so die neueren Produkte, vielleicht auch ein paar ältere Produkte. Ich werde dazu kurz meine Meinung sagen. Ich versuche es kurz zu halten. Ich vermute, es wird ein sehr langes Video. Ich werde dann über die Vorteile sprechen, darüber, dass Wizard echt viele Produkte rausbringt und dann über die Nachteile und das Ganze dann zusammenfassen in ein Resümee. Und ja, unten seht ihr die Timelines, wenn euch irgendwie das nicht interessiert, was ich zu Produkten zu sagen habe. Ich werde das auch nochmal einteilen in verschiedene Produkte und wenn euch bestimmte Produkte nur interessieren, könnt ihr da hinspringen und wenn euch nur das Resümee interessiert, dann könnt ihr auch nach ganz hinten springen. Ich würde mich freuen, wenn ihr alles guckt, aber das ist ja immer so in YouTube. Fangen wir mit dem an, was Magic groß gemacht hat, was immer schon existiert hat, seit Magic existiert, sag ich mal. Draft Booster. Diese ganz normalen, zwischenzeitlich mal 15, dann wieder 8 Karten-Booster und so weiter und so fort. Es sind Booster. Booster haben Wizards groß gemacht, Booster haben Magic groß gemacht und in jedem Kartenspiel sind Booster einfach das, was die Leute haben wollen. Und dementsprechend Draft-Booster mittlerweile veraltet. Sie haben das System jetzt ein bisschen besser gemacht. Früher haben sie dann einfach die Booster verändert und gesagt, hier, das sind jetzt die neuen Booster, lebt damit. Mittlerweile ist hieraus halt diese Draft-Geschichte entstanden als Format und deshalb müssen die halt noch auf dem Markt bleiben. Anders verhält es sich mit den neueren Boostern, den Set-Boostern, mittlerweile sogar auf Deutsch, wie ich mitgekriegt habe, was ich sehr schade fand, dass es nicht von Anfang an auch auf Deutsch gab, auch wenn ich ein Englisch-Fan bin. Set-Booster sind dafür da, um sie zu cracken. Für Leute wie mich auf YouTube oder eben Leute wie euch, die ihr zuguckt und einfach nur spielen wollt oder einfach nur Booster aufmachen wollt, ohne damit zu draften oder damit Spaß zu haben, das sind eure Booster. Die Draft-Booster sind nur noch drin, weil es das Format Draft gibt. Ich empfehle niemandem, Draft-Booster aufzumachen. Draft-Booster sind einfach im Vergleich zu denen hier sehr viel schlechter. Allein vom Value her. Aber vom Value reden wir nachher noch. So, dann haben wir die zwei Arten von Booster und dann dachte sich Wizards, also bevor wir die Set-Booster ausbringen, probieren wir was anderes. Da haben wir noch Collector-Booster. Collector-Booster sind All-Foil, All-Premium, teure Booster, die einfach dafür gesorgt haben, dass Foils keinen Wert mehr haben und sie haben immer ein neues Border mit drin, wie in jedem neuen Set und deshalb, ja, das sind die teuren Booster, da sind auch, also das Ding ist teurer als die normalen Draft-Z-Booster-Dinger und das ist wirklich nur für Leute, die eine Menge Geld da reinstecken wollen, Foil- oder Premium-Produkte zu haben. Ob die so Premium sind, darüber mache ich mal ein anderes Video, weil, nein, aber egal. So, wir sind aber noch nicht fertig. Es gibt noch weitere Booster. Booster, die fast keiner kennt oder keiner mehr kennt. Es gibt Farbbooster. Wähle deine Farbe. Blau, Weiß, Multicolor. Ich muss das mal so halten, dass ich ein bisschen drüber gucken kann. Blau, Weiß, Multicolor, Rot und so weiter gibt es auch noch. Das sind Booster, in denen 35 Karten drin sind. Also praktisch zwei Booster und so ein bisschen was mehr. Und mindestens eine sagenhaft seltene oder seltene Karte drin sind. Also Rare oder Mythic Rare. Und es können auch zwei sein. Was ich ziemlich ab... finde, weil, naja, das sind zwei Booster, haben den Preis von zwei normalen Draft-Boostern und es ist mehr Müll drin, weil es mehr Kampfs und Ankampfs sind. Es ist einfach nur mehr Müll. Selbst für Anfänger, die damit irgendwas machen wollen, ist das Müll. Das einzige Coole, was du hiermit machen kannst, ist 25 Länder dabei haben, hauen, ein 60-Karten-Deck haben und damit eine Liga spielen. Im Laden oder so, Hammer. Geile Idee. Aber dann verkauft es doch nicht als Booster. Theme-Booster, es sind keine Booster. Das solltet ihr ausbauen zu einer richtigen Liga. Pro Set kommen diese Teile als Liga-Decks raus oder so. Das hier wieder, bitte, nicht so ein Dreck. So, dann sind wir immer noch nicht fertig. Weil es gab zu einer Edition noch ein weiteres Booster, wenn man das so sagen kann. Ich halte nur kurz meine Kamera. Die VIP Edition, das VIP Booster Twice as Nice von Double Masters. Ja, ich glaube 120 Euro, 130 Euro hat das Ding gekostet. Ein Booster, da sind, wie viele Karten sind da drin? 17 Commons und Uncommons. Geil, will jeder haben.
10 Full Art Basic Lands sind auch nichts Besonderes mehr. 2 Full Art Basic Lands in Foil, okay. Und 2 Foil Tokens, Dazu halt noch 2 Borderless-Karten, 2 Mythic-Cards. Das sind die einzigen, die interessant sind. Oder Mythic- oder Rare-Cards. Aber der Rest davon ist Müll. Ich bin so froh, dass die nie wiederkommen. Hoffe ich zumindest. Weil warum? Das waren sozusagen die Collector-Booster von Double Masters. Und Commander Legends hat dann tatsächlich auch als Zusatzset Collector-Booster bekommen, was ich sehr gut finde. Und jetzt hat auch noch Modern Horizon auch noch Draft-Booster, Set-Booster, Collector-Booster und keine Ahnung, was alles bekommen. Viel zu viel. So, jetzt sind wir grob mit den Boostern durch. Ganz grob. Ja? Weil das, was ich euch gezeigt habe, ist jetzt alles so, das VIP schon nicht, wollte ich gerade sagen, ist alles Standard gewesen, aber nein, also es gibt ja noch mehr. Dazu gibt es ja noch zu jedem Produkt, was rauskommt, bestimmte Starterdecks. Diese Starterdecks sind früher die hier gewesen. Die Planeswalker-Decks. Die waren richtig kacke. Die waren wirklich unterirdisch. Die waren für absolute Anfänger gedacht und nicht für jemanden, der schon eine leise Ahnung davon hat, wie man das Spiel spielt. Für ganz frische Anfänger, für so Kinder oder so, war das richtig gut. Es war auf jeden Fall ein Upgrade, in Anführungsstrichen, zu den alten Theme-Decks, die damals rauskamen. Die Theme-Decks waren großartig. Damit bin ich groß geworden. Das habe ich gelernt mit 15, 14, 13 mit den Theme-Decks. Hat man sich einfach 2, 3 Stück gekauft und hat ein fertiges Deck. Oder man hat sich 2 gekauft, fertiges Deck. Manchmal hast du einfach nur 1 gekauft, ein paar Booster dabei und konntest das Deck aufstocken. Es waren super, super gute Teile. Warum sowas? Es gibt, ich habe es leider nicht mehr gefunden bei uns im Laden, wir haben es anscheinend nicht mehr. Es gibt auch dieses Arena-Starter, das blende ich immer ein. Das war richtig cool, es war super günstig, es waren 2 richtige coole Starter-Decks drin und es hat eben nicht 50 Euro gekostet, es hat nicht 20 Euro gekostet, weil 2 Decks drin sind. Nein, es war irgendein sehr, sehr Low-Budget-Preis mit sehr coolen Karten und einfach einem Crossover zwischen Papierkarten und Magic-Karten. Dieses Produkt ist das perfekte Anfängerprodukt von Wizards. Warum machen sie das nicht weiter? Weil, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, was mittlerweile nur noch rauskommt, sind die hier. Das sind Commander-Decks. 2 Stück kommen raus, die haben diese Decks hier ersetzt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann genau. Mit Zendikar Rising müsste es gewesen sein. Danach kamen nur noch diese Karten raus. Jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt stehe ich vor dem Problem, es kommt jemand in meinen Laden und sagt, hey, ich möchte Magic-Karten kaufen. Und dann sage ich, hey. Dann sagt er, ja, ich habe da dieses Arena getestet. Dann sage ich so, okay, ja, was kann ich mir denn da kaufen, um da einzusteigen? Merkt ihr das Problem? Ich kann ihm keine Starter-Decks, keine Theme-Decks, ich kann ihm keine aktuellen Standard-Decks oder irgendwelche Sachen mehr präsentieren. Ich kann ihm Commander-Deck geben. Das bringt dem Neuling genau gar nichts. Es ist cool für Commander-Leute, dass jetzt immer mehr Commander-Decks rauskommen. Und gerade die, also ich habe jetzt gerade das schlechteste Commander-Deck, was da rausgekommen ist in der Hand, gerade die von Kaltheim waren großartig. Ich weiß nicht, warum Wizard jetzt anfangen muss, wieder mehr davon zu drucken. Ich fand 2 Produktionen richtig geil. Wir hatten so ein kleines Desaster mit anderen Commander-Decks, die 5 Stück pro Set rausgekommen sind, mitten in der Pandemie und wir einfach nicht wussten, wohin damit und die Leute es nicht gekauft haben, weil sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und warum machen wir das schon wieder? Kauf die nicht. Die sind kacke. Die sind viel zu teuer. Wizard hat bewiesen, dass das auch in günstig geht. Und ich hoffe, dass die von Strixhaven günstiger sind. Vielleicht so 25 Euro statt 20. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist 40 Euro, das ist 20 Euro, selber Inhalt. Power Level fast identisch. Habe ich nicht verstanden. So, dass ich dann einem Anfänger, der jetzt gerade anfängt, Karten zu machen, kein Display empfehlen kann. Ich kann nicht sagen, hey, nimm mal 100 Euro in die Hand, kauf dir mal ein paar Booster, von denen du die meisten Schrottkarten weghaust. Ich kann ihm nicht sagen, kauf dir ein Set-Booster, Set-Display, weil er einfach das Problem hat, dass er Karten daran aufmachen wird, wo er gar nicht weiß, warum darf ich die denn nicht spielen, die sind doch standardlegal. Nein, sind sie nicht. Du hast dann kein Standardprodukt, du hast kein Einsteigerprodukt. Du spielst dann schon direkt Kitchen Table mit allen Karten, die es gibt. Und Leute werden sich dann aufregen, wenn sie dann zum Beispiel zu zweit so ein Ding aufmachen und dann so alte Karten da drin haben, auch von der Liste, davon rede ich halt gerade, und halt dann auf einmal damit spielen, merken, oh, ist so viel stärker. Ja, surprise. Ich kann einem Anfänger kein Produkt empfehlen aktuell. Gar nicht. Es gibt kein Produkt. Außer halt dieses Arena-Crossover, was aber super schwer zu bekommen ist. Weil
Ich kann ihm keinen Draft Booster empfehlen, das ist ein eigenes Format, das hat nichts mehr mit irgendwelchen Magic-Verkäufen zu tun. Ich kann ihm den Set Booster nicht empfehlen, weil er wird damit nicht klarkommen. Ich kann ihm die Farbbooster empfehlen, dabei würde ich mich selber schlecht fühlen, weil das ist einfach abrippen. Ja, ich kann ihm die Starterdecks nicht empfehlen, weil die Starterdecks sind ein anderes Format. Das ist Commander, das hat nichts mit dem aktuellen Standard zu tun, nichts mit Kitchen Table, nichts mit Casual. Mit meinem Casual, wie ich das in Gedanken habe. Ich kann ja schlecht sagen, hey, das, was du von Arena kennst, ja, vergiss das mal, hier ist ein Format, da darfst du jede Karte nur einmal spielen, hier ist ein Commander und sonst was. Die fragen auch, bist du bekloppt? Und dann ist das Wizard auf die intelligente Idee gekommen, das ist richtig intelligent gewesen. Hey, machen wir doch mal Challenger Decks. Das hier sind die von, ich habe keine Ahnung, welche das sind, die sind, glaube ich, ein bisschen älter. 2019 steht da drauf. Ja, Challenger Decks. Machen wir Challenger Decks. Challenger Decks sind großartig. Challenger Decks sind anfängliche Produkte von Decks, die auf Protos gespielt wurden oder auf höheren Events gespielt wurden oder auf irgendeiner Mythic Championship oder wie sie es auch immer nennen. Und wo einfach Karten drin sind, die gespielt werden können, die cool sind. Und da ist einfach ein abgespecktes Deck drin, was so gespielt wurde. Wir hatten eine Zeit lang sogenannte WCD-Deck, World Championship Decks, ich blende hier mal kurz was von ein, die hatten einen goldenen Rand. Das war dieselbe Idee. Man konnte die Decks von den Jungs spielen, so von Brian Kibler oder so, und konnte damit einfach viel Spaß haben. Das hier ist was Ähnliches. Das sind aufgewertete Starter-Decks, 60 Karten Starter-Decks. Aber sie kommen nur einmal im Jahr raus, kurz bevor sie rausrotieren. Gute Idee, voll in den Sand gesetzt. Erstens, die Dinger müssen in Deutsch. Davon brauchen wir auch Deutsche. Nicht nur Englische, auch Deutsche. Zweitens, wir müssen diese Teile nicht einmal im Jahr kurz vor der Rotation rausknallen. Wizard darf den sekundären Markt gar nicht erwähnen. Nee, natürlich nicht. Wissen wir alle, wurde auch von Mark Rosewater schon mehrfach betitelt, hey, das Ding existiert nicht. Was ein bisschen zu vielen Memes geführt hat. Auf jeden Fall, warum da nicht so ein Teil oder zwei davon in jedes Set mit dabei geben, wo man denkt, hey, das sind starke Decks. Oder einfach zwischen dem Set, ich meine, es kommt ja jetzt jeden Monat ein Set raus, das alles, was ihr gesehen habt mit Draft Booster, Set Booster, Farb Booster, Commander Decks und sonst was, das kommt ja mittlerweile zweimal, alle zwei Monate raus. Für irgendwelche Extra-Sets und Standard-Sets und das nächste Set steht jetzt schon wieder vor der Tür. Wir haben vor zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, hatten wir Kaltheim. Wenn dieses Video raus ist, haben wir, glaube ich, schon Tarkspire Remastered und in noch nicht mal einem Monat haben wir schon Strixhaven. Das, wie? Und jetzt das, was zu jedem Set gehört, Bundle. Bundle habe ich völlig vergessen, die gibt es ja auch noch. Das könnte ich theoretisch jemandem empfehlen. Ich könnte auch die Deckbau-Kits jemandem empfehlen. Aber die gibt es nicht mehr. Finde ich schade. Wir haben hier dieses Bundle und in diesem Bundle sind halt 10 Booster drin, da ist eine Aufbewahrung direkt mit dabei, mit einer Box und einem Würfel und cooles Teil, wirklich cooles Teil. Kann ich Anfängern empfehlen, fällt mir jetzt auf. Das stimmt. Aber die können damit kein Deck bauen. Die können damit nichts machen. Die haben da Basic Lands drin, was cool ist, aber mit 10 Boostern ein Deck zu bauen, ohne Ahnung davon zu haben, wie es funktioniert, weil da ist natürlich keine Einleitung bei, wie man Deck baut. Wie in den Deckbau-Kits, die es damals gab. Schwierig. Schwierig. Und natürlich muss es davon auch eine Premium-Edition geben. Diese Gift-Bundle, die zum Glück nur einmal im Jahr rauskommt. Gott sei Dank. Bitte macht das nicht öfter. Das ist Quatsch. Das ist eine ganz coole Sache, weil ihr kriegt praktisch einen Bundle plus eins von solchen Set-Boostern obendrauf und einen cooleren Würfel. Und dafür zahlt ihr 20 Euro mehr oder so. Oder 30 Euro. Das funktioniert preislich nicht. Aber es ist eine andere Geschichte. Bundle sind cool. Die Gift-Bundle gönne ich mir einmal im Jahr ein und in der Nähe von meinem Geburtstag gönne ich mir mal einmal so ein Gift-Bundle. Aber ansonsten, Bundles sind cool. Bundles sind leider echt cool. Das heißt leider, zum Glück, zum Glück. So, was haben wir denn noch so an Produkten? Ich bin noch nicht bei der Hälfte. Es tut mir leid. Wir haben, oh ja, fast vergessen. Pre-Release-Event. Das Pre-Release-Event, was für Anfänger gedacht ist, um in das Spiel reinzukommen, um Leuten Spaß zu bringen, die in dem Spiel schon ein bisschen vorangeschritten sind und einfach was spielen wollen. Und gibt's nur in Deutsch. Kann ich verstehen. Also in Deutschland gibt's die nur in Deutsch. Kann ich verstehen, weil, ja, es ist ein Anfängerprodukt. Da sind Draft Booster drin. Okay, gab damals nicht viel was anderes. Soll wahrscheinlich die Karten von der Liste nicht in den Pre-Release-Pool bringen, aber trotzdem. Die sind okay, die sind cool. Das Problem ist, die Händler bleiben oftmals drauf sitzen, sobald das Pre-Release rum ist. Weil so ein Pre-Release kostet dann
25 bis 30 Euro, je nach Laden, je nach Edition, je nachdem, wann ihr das hattet. Es gab auch schon Pre-Release für 20 Euro, damals, vor der großen Preiserhöhung. Danach will die keiner mehr, weil es sind Draft-Booster drin. Niemand will Draft-Booster. Ist doof. Kann ich auch einem Anfänger nicht empfehlen. Ist im Endeffekt ein kleineres, schlechteres Bundle. Dann kommen wir zu anderen Sachen, die man noch zusätzlich dazu kaufen kann. Weil wir haben jetzt alles so abgeschlossen, was so im Bereich Standard, glaube ich, unterwegs ist. Ja, abgesehen von dem hier halt, das habe ich vorgezogen. Das gehört eigentlich hiermit auf den Stapel. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und halt die Commander Decks, weil die sind so halb Standard, halb nicht Standard. Kommen wir jetzt zu dem Zeug, was halt teuer ist. Wie gesagt, hier ja, VIP. Ich muss es immer wieder in die Kamera halten. Und dann hatten wir sowas hier. Ganz am Anfang hatten wir From the Vault. Hier, das sind die From the Vault Verpackungen. Die waren damals auch ziemlich cool. Die wurden abgelöst von dem hier. Ja. Das lief dann keine 3 Jahre. Wir haben 3 Stück von 5. Warum einfach von 3 von 5 aufhören? Wir haben 3 von 5, die eigentlich alle 3 ziemlich cool waren für das Geld, was sie hatten. Und wir haben das gekriegt. Das ist dasselbe in teuer, aber dadurch, dass sie den Preis erhöht haben, können sie die Kartenvalue ein bisschen erhöhen, was okay ist. Aber es gibt keine Foil mehr da drin. Also hier gab es immer eine Karte davon in Foil, die das ganze Ding bezahlen konnte. Hier habt ihr das nicht. Hier wisst ihr ganz genau, was drin ist und fertig ist. Ja, ist halt Ding. Die Foil sind dann hier mit dem unverschämten Preis von über 120 Euro. 40 Euro. 120 Euro. Non-Foil. Foil. Wizard sagt uns selber, ihre Foils sind nichts mehr wert. Wir bekommen Booster voller Foils. Warum sollen wir für diese Foil auf einmal so viel Geld bezahlen, wenn die Extended Border wären? Oder Full Art? Anderes Thema. Aber so. So. Das sind alles Produkte. Und über ein paar davon bin ich auch jetzt schon hart am Meckern. Es tut mir leid. Wir sind noch nicht beim Fazit. Ihr wolltet wahrscheinlich einfach nur mal hören, was so alle für Produkte gibt. Sind ja nicht so viele. Ich bin ungefähr fast bei der Hälfte. So. Dann haben wir solche großartigen Produkte bekommen. Ansets. Und zu den Zusatzsets komme ich jetzt gleich. Das hier ist ein Spaßset. Das sollen sich Leute kaufen, die einfach nur ein bisschen Spaß am Magic haben, wo einfach witzige Interaktionen kommen. So, ich rufe jemanden an und der sagt mir dann, ob der Gegner seinen Spell gekontert wird oder nicht. Super witzig, super cool, kann man sich mal hinstellen. Hat den Value von 2 Euro. Wird verkauft für wesentlich mehr. Das Einzige, was an Wert ist, sind hier diese Länder, die Full Art Lands. Die in Foil sind ein bisschen was wert, die in Non-Foil sind gefühlt auch schon nicht mehr so viel wert. Und das kann man günstiger machen, in cooler, in Boostern oder sonstigen Sachen oder halt in so einer Box, aber dann nicht für den Preis. Wem soll ich das denn verkaufen? Commander-Spiele sagen, ja, dafür kriege ich 2 Commander-Decks. Warum soll ich mir das denn kaufen, wenn ich 2 Commander-Decks bekomme? So. Weitere Zusatzsets. Und zwar meiner Meinung nach die besten Sets, die Wizard die letzten Jahre auf den Markt gebracht hat. Mit Abstand. Mystery Booster. Mystery Booster sind Booster, die zum Chaos Draft gedacht sind. Das Problem war nämlich, dass Chaos Drafts irgendwann sehr teuer werden, weil wir wissen ja, alle alte Booster werden teuer. Und das war die Idee von Wizards, einfach mal ein Riesenset zu machen mit, ich glaube, 3000 oder 4000 Karten. Da Draft Booster rauszumachen, die wirklich mit 2 Blue, 2 Red, 2 Black, 2 Green perfekt gestaffelt waren, verschiedene Rarities drin hatten und die Kamps und Ankamps alle gleich häufig waren und dann halt noch hinten Multicolor, Landslot, ein Foil-Slot war hier in den normalen drin. Es gab dann sogar noch die Idee auf Conventions, so diese Testkarten mit reinzumachen, um das Ganze ein bisschen abzuspeisen und zu sagen, hey, auf den Conventions habt ihr richtig coole Mystery Drafts, geiles Produkt, geiles Set. Mystery 2, bitte, 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 bitte. Nicht morgen, nicht morgen. Lasst euch Zeit. Lasst euch einfach mal Zeit. Aber demnächst. Wäre cool. Wäre wirklich cool. Das ist ein Produkt, das ist der Hammer. Ist aktuell halt schwierig, das zu machen. Ich habe es noch vor dem ganzen Lockdown-Quatsch gedraftet. Auf dem Grand Prix. Und dann noch einmal privat. Hammer. Macht mega Spaß. Kann ich euch nur empfehlen. Genauso kann ich euch nur empfehlen. Jumpstart. Jumpstart ist ein System mit für Leute, die keine Ahnung haben, wie man ein Deck baut. Man kriegt 2 Booster. In diesen Boostern sind schon alle Karten drin, so mit Kreaturen, Länder, Zauber und sonst was. Alles um ein Thema rum, wie zum Beispiel Katzen oder Hunde oder UFOs. UFOs jetzt nicht, aber davon bekommt ihr 2 Stück. Dann mischt ihr diese beiden Themen und spielt gegen jemanden anderen, der auch diese 2 Themen hat. Oder andere Themen. Zum Beispiel Goblin Giants.
Der spielt dann Rot-Grün oder keine Ahnung, Engel, Dämonen oder sowas. Cooles Teil, richtig cooles Teil. Ist leider Gottes super hart scheiße gepublished worden. Ich muss es einfach sagen, wie es ist. Es kamen so ein paar Displays, die waren dann ultra teuer. Dann kamen so ein paar Displays mehr. Die wurden dann vom Markt inhaliert und die dritte Wave kam nie an. Und ja, hier, das ist die Zukunft für Casual, meine Leute. Davon brauchen wir mehr. In die Richtung geht ein Timespy Remastered. Nur um das mal kurz einzuordnen. Timespy Remastered ist für mich ein geiles Produkt, weil es sich um Draft dreht, weil es sich hier drum dreht, weil es sich um Spaß dreht. Wir brauchen keine Set-Booster, wir brauchen keine Collector-Booster, wir brauchen keine Farb-Booster. Ein ganz normales Booster, gut und schön. Und dann sowas hier, Zusatzprodukte, die Spaß an Spielmodis geben, wie Draft, wie Sealed Deck, wie hier dieses Constructed Deck. Das brauchen wir. Nicht sowas. Aber wo ich dabei war, reden wir kurz mal über Master Sets. Master Sets kommen auch noch zusätzlich zu den ganzen Produkten raus. Ich glaube, ich habe hier jetzt kein Produkt gezeigt. Ich habe hier kein Produkt gezeigt, was älter als 2 Jahre ist bisher. Wollte ich nur erwähnt haben. Und ich habe jetzt auch Produkte gezeigt, wie zum Beispiel die Draft Booster. Davon müssten jetzt so 10 oder 12 Stück da sein. Set Booster müssten 5 Stück sein. Collector Booster müssten 8 Stück sein. Also, ich rede hier in ganz kleinen Maßen. Und davon müssten es auch 1, 2, ich glaube sogar 3 sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es kann auch sein, dass es nur 2 Boxen sind. Aber ja, Double Masters war eine coole Idee, Masters wiederzubringen. Ich mag die Master Sets. Ich finde Master Sets zu draften geil. Das hier fand ich zu draften scheiße. Aber Master Sets haben Spaß gemacht. Es war eine coole Idee, die auch gut umgesetzt wurde, meiner Meinung nach. Auch wenn die Booster teurer waren, auch wenn die Sets teilweise nicht so beliebt waren. Aber Double Masters war nichts. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um Master Sets. Das sind Zusatzprodukte, die wir noch zusätzlich drauf haben, die auch okay sind. Dann kommen wir zu, meiner Meinung nach, dem coolsten Zusatzprodukt, das kein eigenes Format erschaffen hat oder in ein eigenes anderes Format gehört. Modern Horizons. Ich bin da vielleicht so ein bisschen, weil ich ja auch Modern- und Legacy-Spieler so ein bisschen bin und Commander-Spieler. Und hier waren einfach Karten für alle drin, außer für Standardspieler. Und das Ding hat sich verkauft bis zum geht nicht mehr. Aus dem guten Grund, dass es jetzt auch Modern Horizons 2 geben wird. Dass nochmal abgespaced wurde und nochmal oben was draufgelegt wurde. Das ist cool. Das sind Produkte, die wir brauchen. Wir brauchen kein höherwertiges Stuff von Standardprodukten. Das macht nur den Preis kaputt. Und zwar so hart, dass es sich teilweise nicht lohnt, Booster zu kaufen. Sowas hier brauchen wir. Da sind starke Karten drin gewesen, die teilweise natürlich gebannt werden mussten, weil sie einfach zu stark waren, weil Fire Design. Aber es ist ein cooles Set. Es macht Spaß, damit zu spielen. Es macht auch Spaß. Ich habe da jetzt nicht selber gedraftet, aber ich habe einen Draft zugeguckt und gejudged. Das war cool. Das war richtig cool, da zuzugucken. Das alleine war schon der Hammer. Und mit den Karten zu spielen, ich spiele das in so vielen Decks, spiele ich solche Karten. Ich als Legacy-Spieler, an denen Wizards angeblich nichts verdient. Damit könnt ihr mich doch kriegen. Warum brauche ich irgendwelche VIP-Special-Dinge? Wenn ich sowas haben kann, wenn ich coole, durchdachte Produkte haben kann. Und dann kommen wir zum leidigsten Thema. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich bin kein Fan von Secret Lair. Ich habe nur Stress mit Secret Lair. Ich habe in meinem Leben 3-mal Secret Lair bestellt. Das eine waren die Talias. Das Video habe ich hochgeladen. Unter aller Sau. Die Karten sind unspielbar. Ich würde sie als Judge auf meinem Turnier nicht zulassen, weil sie absolut gemarkt sind. Für Wizards sind die Karten vollkommen okay und ich habe nie einen Refund bekommen. Okay. Kann ich nur akzeptieren. Ich habe sie neulich in einem Video gezeigt, die sind immer noch gecurlt. Nach über 1,5 Jahren gepresste Pappe. Aber egal. Dann habe ich ein Secret Lair gekauft, was nie ankam. Da habe ich einen Refund für bekommen. Aber das Secret Lair nicht, was ich für einen Kollegen bestellt habe. Muss ich dann auch erklären. Und dann habe ich ein Secret Lair bestellt. Das habe ich jetzt neulich erst bestellt. Da habe ich bis jetzt keine Sendeverfolgung für. Ich kenne andere Freunde von mir, die haben ihr Secret Lair schon. Meins ist noch nicht da. Also entweder hasst mich Wizard oder beziehungsweise, das ist ja der Scale Store oder so. Oder ich habe einfach super Pech damit. Oder die Dinger sind wirklich scheiße. Wie gesagt, Secret Lair bin ich kein Fan von. Aber auch nur wegen der Durchführung, wie sie es gemacht haben. Grundsätzlich finde ich die Idee, eine Box zu verkaufen, in der bestimmte Karten drin sind, die dann in einem anderen Artwork sind und voll sind und cool sind. Cool. Das hier ist nichts anderes. Das hier ist ein Secret Lair. Nur halt Shop. Cool. Bisschen teuer, unnötig, weil sie es remaked haben. Schwierig. Aber
auch okay. Also gerade jetzt diese Aktion mit, wo sie die ganzen Charity-Aktionen unterstützt haben, das finde ich cool. Das kann man dafür nutzen. Das kann man richtig gut dafür nutzen. Und da muss ich auch sagen, Wizards, da für sowas kaufe ich das Ding auch. Wenn es da nicht ankommt, ist es uncool. Und dann kommen wir zum größten Problem. Wer kennt es noch? Dieses riesige Teil, was einfach nutzlos und teuer ist. Davon kommt jetzt das zweite raus. Das haben sie richtig gemacht. Das hier haben sie falsch gemacht. Das Ding ist viel zu teuer. Von Anfang an gewesen. Das ist einfach Quatsch. Ich hoffe, das neue wird nicht so teuer. Ich weiß es jetzt noch nicht. Aber da sind die Pathways drin. Pathway kostet im Extended Art aktuell kosten die zwischen 2 und 6 Euro. Wenn das Ding 60 Euro kostet, lass es mal 65 sein. Ist das ein cooles Teil. Für mehr als 70 Euro ist das der nächste Fail. Wir sind durch. Geil, oder? Ich habe jetzt noch nicht die alten Produkte wirklich in-depth angeguckt. Die Themendecks, die Starter-Decks, die damals da waren. Planeswalker-Decks habe ich minimalst so ein bisschen gemacht, aber da gab es ja noch eine ganz lange Reihe und viel, viel mehr davon. Premium-Decks. Es gab noch Premium-Decks, wie zum Beispiel das Event-Deck Modern, das Fire-Deck und sonst was. Die wurden ja nachher durch sowas hier abgelöst. Habe ich auch alle nicht besprochen. Wird zu viel, wird zu lang. Gehen wir jetzt endlich mal in das, was euch wirklich interessiert. Meine Meinung. Produziert Wizard zu viel Kram? Ja. Wizard of the Coast ist aktuell mit einer Schrotflinte auf Spatzen am Schießen und hofft, dass irgendjemand Kugeln fängt. Sie haben so hohe Umsatzzahlen im Sinne von, sie produzieren so viel Kram, was an die Local Game Stores und an Distributoren und so weiter verkauft wird. Das sieht auf dem Papier echt geil aus. Die Leute, die darunter leiden, sind wir als Spieler. Das ist nicht schön für uns. Und wir sollten eigentlich im Fokus sind, weil der Kunde ist König. Genauso haben wir das Problem mit haufenweise verschiedenen Artworks. Ein Kollege von mir hat sich von Ikoria ein Komplettset gewünscht. Hat gesagt, hey, ich sammle einmal das Komplettset. Das ist, ich weiß, ich habe dafür keine Worte. Das sind 400 verschiedene Karten oder 500 verschiedene Karten aus einem Set, weil er manche Karten bis zu dreimal sammeln musste, weil die alle ein verschiedenes Artwork hatten, weil die alle einen verschiedenen Frame hatten, weil die anderen Showcase. Frag mich nicht. Wir hatten früher Draft Booster. Das war's. Ein Set hatte 300 Karten. Das war's. Ach, 300, was sag ich denn? Noch nicht mal 300. Du konntest das Set sammeln, 300 Karten beisammen tun, in den Ordner stellen, cool, hat's ein komplettes Set. Komplettes Set Mirrodin heute ist für mich so ein kleiner Traum. In Ikoria mit diesen 20 verschiedenen Sachen, da hat man doch keine Verbindung mehr zu. Außerdem ist ein Nachteil, wir als Local Game Store haben schon fast keine Übersicht. Also wenn ich mich nicht täglich damit beschäftigen würde, und zwar hart damit beschäftigen würde, und mich fast mit keinem anderen Kartenspiel oder anderen Produkten in diesem Laden beschäftigen würde, was mein Chef übrigens nicht so mag, aber ich muss es halt tun, danke Wizard, dann würde ich den Überblick verlieren, wenn ich das nicht tun würde. Ich könnte meine Kunden nicht beraten, ich könnte unsere Kunden nicht beraten, ich könnte noch nicht mal meine Freunde beraten, ich könnte noch nicht mal irgendwen beraten, der mir sagt in irgendeinem Forum, hey, wie sieht das denn aus? Was soll ich denn für 100 Euro kaufen? Draft, Set, Collector, Bundle, Farbbooster, Commander Decks, Challenger Decks, was soll ich denn kaufen? What the fuck? Was soll man denen denn sagen? Wenn man den Überblick nicht mehr hat, dann weiß man gar nicht, was das alles ist. Ich bin jetzt auch nicht hart drauf eingegangen, was der Unterschied ist oder sonst was. Ich bin ja nur hingegangen und gesagt, das ist cool, das macht ungefähr das. Es würde viel zu lange dauern, und das Video ist ja schon ziemlich lange, wenn ich dann noch erklären würde, was die ganzen Sachen machen. Dieses Übersichtproblem ist ja noch nicht mal das einzige Problem, was wir haben. Wir haben ja auch noch ein Platzproblem. Das ist jetzt eine Fuhre gewesen. Ihr habt bestimmt auf Instagram ein Bild dazu gesehen, ihr habt vielleicht auf Facebook mal ein Bild dazu gesehen oder sogar auf Twitter. Aber das war eine kleine Fuhre von einem kleinen Video. Ich habe noch nicht mal ein Achtel von dem Regal nur für Standardprodukte und die aktuell im Print sind. Wir haben ja so gut wie keine alten Produkte, weil wir die immer rausramschen müssen, weil wir keinen Platz haben. Wie sollen wir das denn machen, wenn das jetzt die Zusatzprodukte wie zum Beispiel Modern Horizon 2 auch die ganzen Quatsch bekommt? Oder dann das nächste Master Set? Oder wie sollen wir das denn machen? Das ist für uns als Laden auch scheiße. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, wenn ich vom Laden spreche, spreche ich natürlich von meiner eigenen Einstellung. Das hat nichts mit meinem Local Game Store zu tun, das hat nichts mit dem Fischkriegsigen zu tun. Das ist meine eigene Einstellung dabei. Ganz kurz, nicht, dass irgendwie mein Chef dafür auf den Sack kriegt, dass sein Angestellter doof Quatsch labert, weil ich mache das hier als MTG Blackset und nicht als Angestellter vom Fischkrieg. Und das nächste Problem, was wir haben, ist das Hype-Problem. Viele waren super gehypt auf Kaltheim. Die hingen da, oh geil, Kaltheim, oh Wikinger, Metal, geile Artworks, Hammer. Das sagt niemand mehr. Eine Woche oder zwei später interessiert sich niemand mehr für Kaltheim. Wisst ihr noch, was für Sets gab? Zendikar Rising. Oh, Fetchlands, krass, komm hier. Zwei Fetchlands drin, mindestens. Oder sagen wir besser, zwei von diesen Extended Art Ländern, Expedition Ländern und so weiter drin. Fetchlands wäre es schön, wenn es immer welche wären. Und dann noch zwei in voll. Krass, Hype.
ja, interessiert sich niemand mehr für. Es ist vorbei. Wir leben in einer Magic-Welt, die so viele Produkte rausdammt, dass wir das Produkt gar nicht mehr genießen können. Wir können das gar nicht mehr erfassen. Wir haben jetzt, aktueller Standpunkt, Times by Remastered, eine kurz oben vor der Ecke. Das kam, dazwischen kamen die Spoiler von Strixhaven auf einmal, damit wir uns darauf schon mal gespoilert fühlen und gehypt fühlen. Dazwischen kam eine Anthologie, die auch noch irgendwie kam, hier für Magic Arena und so ein Quatsch. Und da, also Fireshooting. Wir hatten damals 3 Sets im Jahr. Ein Zusatzset mit dem Hauptset und vielleicht noch ein Zusatzset mit einem Unset oder mal mit einem coolen Deck oder so. Oder mal sowas wie Plane Chase oder so. So ein durchdachter Game Mode. Wir haben mittlerweile, wie gesagt, andauernd irgendwelche Releases. Das machen auch irgendwann die Kunden der Geldbeutel nicht mehr mit. Und da bin ich drauf gespannt, wie Wizards darauf reagiert, wenn einfach irgendwann den Leuten das Geld ausgeht dafür. Heißt das wiederum, früher war alles besser? Nein. Früher war nicht alles besser, auch wenn, wenn ich das gerne sage. Wir hatten früher auch Probleme mit irgendwelchen Produkten. Wir hatten zum Beispiel auch das Problem, dass wir einfach sehr, sehr teure Produkte hatten. Karten aus Produkten, wo wir nicht mehr dran kamen oder die halt nicht in dieser breiten Masse verfügbar sind, sind bockteuer gewesen. Ich habe zeitweise gesehen, wie Tamogoyf 120 Euro war vom Reprint, bevor die ganzen Modern Masters Sets und so weiter angefangen haben. Wir haben Karten aus Sets, die wenig geöffnet wurden, wie zum Beispiel Lyrovine und so weiter und so fort, Shadowmoor, die einfach bockteuer sind, gerade die Foils. Wie gesagt, wenn Wizards ihr nicht acknowledgen darf, ich darf's. Karten sind günstig geworden auf dem Zweitmarkt. Foils kosten selten mehr als Non-Foils. Das neue Seltene ist Extended Border oder Full Art Foil, weil davon sind vielleicht einer pro Display drin oder 2 pro Display von den Collector Boostern. Eine normale Foil-Rare ist nichts mehr wert. Für mich als Spieler, geil. Ich kann Decks bauen, ich weiß ganz genau, da kommt eine neue Karte raus. Boah, da zahle ich maximal 10 Euro für auf dem sekundären Markt. Geil. Hammer. Für mich als Magic-Produkte-Käufer, warum soll ich denn Booster kaufen, wo ich, wenn ich Glück habe, eine 10-Euro-Karte rausziehe? Das meiste ist Schrott. Und selbst die Playable-Karten kosten teilweise nicht mehr als 1 Euro. Warum soll ich denn 3 oder 4 Euro für einen Booster bezahlen, wo ich nur 1 Euro rauskriege? Wizard kannibalisiert sich damit selber. Aber sie sehen es nicht und ich verstehe nicht, warum. Ich meine, es muss sich rentieren. Sie haben Verkaufszahlen noch und nöcher und sind wirklich, wirklich, wirklich am aufsteigenden Ast. Und das hat ja auch irgendwo damit dann was zu tun. Es kann einfach sein, dass ich das als Spieler oder als Mensch einfach nicht verstehe, weil ich nur so einen kleinen Rand sehe, weil ich nur das sehe, was ich sehen möchte oder so. Kann alles sein. Aber ich kann halt nur sagen, was bei mir persönlich bewirkt. Bei mir persönlich bewirkt es, dass ich so gut wie keine Booster mehr kaufe. Wenn ich sie nicht für den Channel aufmache, kaufe ich keine Booster. Weil, wofür? Ich kaufe 4 Euro einen Booster, um 1 Euro zu bekommen. Die 3 Euro spende ich lieber an die Armen. Es ist halt ein Vorteil für die Leute, die nicht so viel Geld haben, die sagen können, hey, ich kann mir eine Version kaufen, die super günstig ist und ich muss nicht die Full Art Extended Foil Version oder sonst was davon haben, die tatsächlich mal einen Preis hat. Für die Spieler ist das cool, weil es den Einstieg ins Spiel sehr günstig macht. Sehr günstig. Und das ist schön. Weil das Ganze hat nicht nur negative Aspekte, es hat auch schöne Aspekte. Nicht nur den Geldaspekt, sondern auch den Aspekt, dass Leute sich aussuchen können, was sie spielen wollen. Wenn du früher ein Standarddeck voll Foil spielen wolltest, haben die Leute sich doof angeguckt und gesagt, in einem halben Jahr ist das doch eh nichts mehr wert oder in einem Jahr ist das eh nichts mehr wert. Warum steckst du da jetzt Geld rein? Warum kaufst du dir Booster, bis du die Karte in Foil bezogen hast? Oder. Mittlerweile macht es keinen Unterschied mehr. Wenn du voll spielen möchtest, spiel voll. Das kostet fast genauso viel, wenn nicht sogar weniger teilweise, wie das Ding in Non-Foil zu kaufen und zu spielen. Das ist cool. Das ist für uns Spieler cool. Die Frage ist, ob das auf Langzeit gesehen auch für Wizards cool ist. Aber das ist was anderes. Wie gesagt, da habe ich keine Ahnung von. Ich bin kein Marketing-Experte und das muss ich hier am Ende nochmal sagen, auch wenn ich immer wieder gegen Wizards hate, ich liebe das Spiel und ich finde, Wizards hat auch großartige Dinge gemacht letztes Jahr. Es ist nicht alles scheiße, was Wizards macht. Und das Einzige, was meiner Meinung nach ist, es sind zu viele Produkte. Die Produktion muss langsamer werden oder es müssen weniger Produkte auf den Markt kommen. Das ist mein Fazit davon tatsächlich. Es sind zu viele Sachen. Wenn es weniger Sachen wären, würde ich mich über jedes einzelne davon wesentlich mehr freuen und wahrscheinlich sogar eher geneigt dazu sein, mal was zu kaufen. Weil diese Masse erschlägt mich, dass ich halt sage, jo, bevor ich gar nicht weiß, was ich kaufe, kaufe ich nichts. Oder gehe auf den sekundären Markt, was Wizard nicht möchte. Was Wizards ja auch nichts bringt. Zumindest nicht viel.
Das Argument, was dabei immer kommt, ist, ja, das Produkt ist halt nicht für dich. Guck dir ein Produkt raus, was für dich ist. Das Produkt war niemals dafür entwickelt, dass der kleine Blackie hier sich das kauft. Da bin ich nicht in der Kategorie zu sagen, ich kaufe mir einen Booster davon oder ein Display davon. Display ist völlig absurd. Genau dasselbe hiermit. Das wurde nie für mich designt. Und das ist nicht schlimm. Ich fühle mich da jetzt nicht ausgestoßen. Ich finde das sogar gut, dass sie es machen. Aber wenn ich schon ein Problem habe, sowas hier noch irgendwie auseinanderzuhalten und zu machen, pro Set, was jeden Monat rauskommt, weil es kommt andauernd etwas raus, in einer viel zu kurzen Abstandszeit, das drückt mich raus. Ich habe kein Problem damit, dass es Produkte gibt, die nicht für mich sind. Aber wenn ich Produkte nicht kaufe, weil sie zu schnell rauskommen, ich einfach den Überblick verliere über die Produkte, die aktuell auf dem Markt sind von Wizards, der sich täglich damit beschäftigt, dann ist das schlecht, meiner Meinung nach. Ihr könnt mir ja gerne sagen, was findet ihr? Findet ihr das gut, dass aktuell so viele Produkte kommen? Es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ich brauche das, ich möchte das haben, es kommt immer neuer Stuff, ich habe den so schnell durchgegrindet, sei es auf Arena, sei es im Paper, sei es im Commander, sei es sonst wo, ich habe den so schnell durchgegrindet, ich brauche neue Produkte, finde ich geil, dass so viel kommt. Oder wenn ein Produkt kommt, was ich aussetze, dann muss ich nicht so lange warten, bis das nächste Produkt kommt, was ich kaufe. Sagt mir das mal bitte in den Kommentaren, schreibt mir mal bitte, was eure Meinung dazu ist. Ich habe euch jetzt meine Meinung lang und breit erklärt. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksate. Ciao, ciao.